Als sein Testament hat Josef Roth die Legende vom heiligen Trinker bezeichnet. Mit unheimlicher Kraft hat er dieses schmale Buch in den letzten Monaten seines Lebens geschrieben. Die Veröffentlichung hat er nicht mehr erlebt. Und von Wien geht es jetzt nach Paris. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, hat Josef Roth die letzten Jahre in Paris verbracht. Übrigens vielleicht doch ein ganz kurzer biografischer Exkurs zu ihm. Er war jemand, und weil wir uns in einem Hotel befinden, passt das ganz gut, der kaum eine Wohnung hatte, sondern die meiste Zeit seines Lebens in Hotels verbracht hat. Und er war auch ein Vielreisender. Er hat ja für verschiedene Zeitschriften geschrieben, er war nicht nur ein Romancier, sondern hat eben auch für Reportagen geschrieben, Artikel für diverse Zeitungen. Und die meisten seiner Bücher, wie das damals auch üblich war, sind im Vorabdruck erschienen in diversen Zeitungen und Zeitschriften. Vielleicht noch ein zweites Charakteristikum von Josef Roth. Er hat seinen Vater recht früh verloren. Muss aufpassen, dass es nicht so küchenpsychologisch wird, aber es um ganz kurz zusammenzufassen. Dieser Vater ist allem Anschein nach dem Wahnsinn verfallen und Josef Roth hat immer wieder sehr überhöhte Geschichten und Bilder seines Vaters erzählt, auch um sich selbst wahrscheinlich in eine bessere Befindlichkeit zu bringen. Und in gewisser Weise ist ja auch die Darstellung dieses verlorenen Vaterlandes und diese Glorifizierung des Kaisers eine Art von auch Geschichtsklittern oder Korrektur, hier eben mit den misslichen Umständen besser zurechtzukommen. Die Geschichte vom Andreas, so heißt die Hauptfigur, der heilige Trinker, das ist, um es ganz kurz zusammenzufassen, ein Obdachloser bekommt durch eine wundersame Fügung 200 Francs und er soll dieses Geld aber in einer Kapelle, also in einer Kirche, hinterlegen für die heilige Therese. Wie es bei einem Trinker halt so ist, ist es nicht ganz einfach, das Geld dann auch abzugeben, wenn man es mal in der Tasche hat, sondern es ist überaus verlockend, es anzulegen. Die Rendite sind dann eben 13% ungefähr, beim Wein zumindest, beim Pernod ist es etwas mehr. Der Pernod spielt eine große Rolle im Leben von Josef Roth, aber auch im Leben von Andreas und in dieser Darstellung. Also er versucht es immer wieder, dieses Geld, diese 200 Francs zu hinterlegen, aber er wird immer wieder abgehalten, aber die Wunder sind zahlreich, er kommt durch verschiedene Fügungen immer wieder zu Geld. Und ich steige da jetzt mal ein. Mit der Sicherheit eines Menschen, der Geld in seiner Tasche weiß, bestellte er einen Pernod. Und er trank ihn auch mit der Sicherheit eines Menschen, der schon viele in seinem Leben getrunken hatte. Er trank noch einen zweiten und einen dritten und er schüttete immer weniger Wasser in sein Glas. Und als gar der vierte kam, wusste er nicht mehr, ob er 2, 5 oder 6 Gläser getrunken hatte. Auch erinnerte er sich nicht mehr, weshalb er in dieses Café und an diesen Ort geraten sei. Er wusste lediglich noch, dass es hier eine Pflicht, eine Ehrenpflicht gab. Und er musste gehorchen. Er zahlte, erhob sich, ging immerhin noch sicheren Schrittes zur Tür hinaus, erblickte die Kapelle schräg links gegenüber und wusste sofort wiederum, wo, warum und wozu er sich hier befinde. Eben wollte er den ersten Schritt in die Richtung der Kapelle lenken, als er plötzlich seinen Namen rufen hörte. Andreas, rief eine Stimme, eine Frauenstimme. Sie kam aus verschütteten Zeiten. Er hielt inne und wandte den Kopf nach rechts, woher die Stimme gekommen war. Und er erkannte sofort das Gesicht, dessen wegen er im Gefängnis gesessen war. Es war Caroline. Caroline! Zwar trug sie Hut und Kleider, die er nie an ihr gekannt hatte, aber es war doch ihr Gesicht und also zögerte er nicht, ihr in die Arme zu fallen, die sie ihm nur ausgebreitet hatte. Welch eine Begegnung, sagte sie, und es war wahrhaftig ihre Stimme, die Stimme der Caroline. Bist du allein? Fragte sie. Ja, ich bin allein.
Komm, wir wollen uns aussprechen, sagte sie, aber ich bin verabredet. Mit einem Frauenzimmer? Fragte sie. Ja. Mit wem? Mit der kleinen Therese. Sie hat nichts zu bedeuten, sagte Caroline. In diesem Augenblick fuhr ein Taxi vorbei und Caroline hielt es mit ihrem Regenschirm auf. Und schon sagte sie eine Adresse dem Chauffeur. Und ehe sich es noch Andreas versehen hatte, saß er drinnen im Wagen neben Caroline und schon rollten sie, schon rasten sie dahin, wie es Andreas schien, durch teils bekannte, teils unbekannte Straßen, weiß Gott, in welche Gefilde. Jetzt kamen sie in eine Gegend außerhalb der Stadt, lichtgrün, vorfrühlingsgrün war die Landschaft, in der sie hielten. Das heißt, der Garten, hinter dessen spärlichen Bäumen sich ein verschwiegenes Restaurant verbarg. Caroline stieg zuerst aus, mit dem Sturmesschritt, den er an ihr gewohnt war, stieg sie zuerst aus. Über seine Knie hinweg, sie zahlte und er folgte ihr. Sie gingen ins Restaurant und saßen nebeneinander auf einer Bankett aus grünem Plüsch. Wie einst in jungen Zeiten, vor dem Kriminal. Sie bestellte das Essen wie immer und sie sah ihn an. Und er wagte nicht, sie anzusehen. Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Fragte sie. Überall, nirgends. Ich arbeite erst seit 2 Tagen wieder. Die ganze Zeit, seitdem wir uns nicht wiedergesehen haben, habe ich getrunken. Und ich habe unter den Brücken geschlafen, wie alle unser eins. Und du hast wahrscheinlich ein besseres Leben geführt. Mit Männern, fügte er nach einiger Zeit hinzu. Und du? Fragte sie, mittendrin, wo du versoffen bist und ohne Arbeit und wo du unter den Brücken schläfst, hast du noch Zeit und Gelegenheit, eine Therese kennenzulernen? Und wenn ich nicht gekommen wäre, zufällig, wärst du wirklich zu ihr hingegangen? Er antwortete nicht, er schwieg, bis sie beide das Fleisch gegessen und der Käse kam und das Obst. Und wie er den letzten Schluck Wein aus seinem Glase getrunken hatte, überfiel ihn aufs Neue jener plötzliche Schrecken, den er vor langen Jahren während der Zeit seines Zusammenlebens mit Caroline so oft gefühlt hatte. Und er wollte ihr wieder einmal entfliehen und rief, Kellner, zahlen! Sie aber fuhr ihm dazwischen, das ist meine Sache, Kellner! Der Kellner, es war ein gereifter Mann mit erfahrenen Augen, sagte, der Herr hat zuerst gerufen. Andreas war es also auch, der zahlte. Bei dieser Gelegenheit hatte er das ganze Geld aus der linken inneren Rocktasche hervorgeholt und nachdem er gezahlt hatte, sah er mit einigem, allerdings durch Weingenuss gemildertem Schrecken, dass er nicht mehr die ganze Summe besaß, die er der kleinen Heiligen schuldete. Aber es geschehen, sagte er sich im Stillen, wie heutzutage so viele Wunder hintereinander, dass ich wohl sicherlich die nächste Woche noch das schuldige Geld aufbringen und zurückzahlen werde. Du bist also ein reicher Mann, sagte Caroline auf der Straße. Von dieser kleinen Therese lässt du dich wohl aushalten. Er erwiderte nichts. Und also war sie dessen sicher, dass sie recht hatte. Sie verlangte, ins Kino geführt zu werden, und er ging mit ihr ins Kino. Nach langer Zeit sah er wieder ein Filmstück, aber es war schon so lange her, dass er eines gesehen hatte, dass er dieses kaum mehr verstand und an der Schulter der Caroline einschlief. Hierauf gingen sie in ein Tanzlokal, wo man Ziehharmonika spielte. Und es war schon so lange her, seitdem er zuletzt getanzt hatte, dass er gar nicht mehr recht tanzen konnte, als er es mit Caroline versuchte. Also nahmen sie ihm andere Tänzer weg. Sie war immer noch recht frisch und begehrenswert. Er saß allein am Tisch und trank wieder Pernod. Und es war ihm wie in alten Zeiten, wo Caroline auch mit anderen getanzt und er allein am Tisch getrunken hatte. Infolgedessen holte er sie auch plötzlich und gewaltsam aus den Armen eines Tänzers weg und sagte, wir gehen nach Hause. Und so war alles wie in alten Zeiten, in den Zeiten vor dem Kriminal. Sehr früh am Morgen erwachte er. Caroline schlief noch. Ein einzelner Vogel zwitscherte vor dem offenen Fenster. Eine Zeit lang blieb er mit offenen Augen liegen und nicht länger als ein paar Minuten. In diesen wenigen Minuten dachte er nach. Es kam ihm vor, dass ihm seit einiger Zeit so viele Merkwürdigkeiten passiert waren. Auf einmal wandte er sein Gesicht um und sah Caroline zu seiner Rechten.
Was er gestern bei der Begegnung mit ihr nicht gesehen hatte, bemerkte er jetzt. Sie war alt geworden, blass, aufgedunsen und schwer atmend schlief sie den Morgenschlaf alternder Frauen. Er kannte den Wandel der Zeiten, die an ihm selbst vorübergegangen waren, und er kannte auch den Wandel seiner selbst. Er beschloss sofort aufzustehen, ohne Caroline zu wecken, und ebenso zufällig oder besser gesagt schicksalshaft wegzugehen. So wie sie beide, Caroline und er, gestern zusammengekommen waren, verstohlen zog er sich an und ging davon in einen neuen Tag hinein, in einen seiner gewohnten neuen Tage, das heißt eigentlich in einen seiner ungewohnten. Denn als er in die linke Brusttasche griff, wo er das erste seit einiger Zeit erworbene oder gefundene Geld aufzuheben gewohnt war, bemerkte er, dass ihm nur noch ein Schein von 50 Francs verblieben war und ein paar kleine Münzen dazu. Und er, der schon seit langen Jahren nicht gewusst hatte, was Geld bedeutete und auf dessen Bedeutung keineswegs mehr Acht gegeben hatte, erschrak nunmehr. So wie einer zu erschrecken pflegt, der gewohnt ist, immer Geld in der Tasche zu haben und auf einmal in die Verlegenheit gerät, sehr wenig noch in ihr zu finden. Auf einmal schien es ihm inmitten der morgengrauen verlassenen Gasse, dass er, der seit unzähligen Monaten Geldlose, plötzlich arm geworden sei, weil er nicht mehr so viele Scheine in der Tasche verspürte, wie er sie in den letzten Tagen besessen hatte. Und es kam ihm vor, dass die Zeit seiner Geldlosigkeit sehr, sehr weit hinter ihm zurücklege und dass er eigentlich den Betrag, welcher den ihm gebührenden Lebensstandard aufrechterhalten sollte, übermütiger sowie auch leichtfertigerweise für Caroline ausgegeben hatte. Er war also böse auf Caroline. Und auf einmal begann er, der niemals auf Geldbesitz Wert gelegt hatte, den Wert des Geldes zu schätzen. Auf einmal fand er, dass der Besitz eines 50-Franc-Scheins lächerlich sei für einen Mann von solchem Wert und dass er überhaupt, um auch nur über den Wert seiner Persönlichkeit sich selber klar zu werden, es unbedingt nötig habe, über sich selbst in Ruhe bei einem Glas Pernod nachzudenken. Nun suchte er sich unter den nächstliegenden Gaststätten eine aus, die ihm am gefälligsten schien, setzte sich dorthin und bestellte einen Pernod. Während er ihn trank, erinnerte er sich daran, dass er eigentlich ohne Aufenthaltserlaubnis in Paris lebte. Und er sah seine Papiere nach. Und hierauf fand er, dass er eigentlich ausgewiesen sei, denn er war als Kohlenarbeiter nach Frankreich gekommen. Und er stammte aus Olszowice, aus dem polnischen Schlesien. Hierauf, während er seine halb zerfetzten Papiere vor sich auf dem Tisch ausbreitete, erinnerte er sich daran, dass er eines Tages vor vielen Jahren hierher gekommen war, weil man in der Zeitung kundgemacht hatte, dass man in Frankreich Kohlenarbeiter suche. Und er hatte sich sein Lebtag nach einem fernen Lande gesehnt. Und er hatte in den Gruben von Quebec gearbeitet und er war einquartiert gewesen bei seinen Landsleuten, dem Ehepaar Schiebitz. Und er liebte die Frau. Und da der Mann sie eines Tages zu Tode schlagen wollte, schlug er Andreas den Mann tot. Dann saß er 2 Jahre im Kriminal. Diese Frau war eben Caroline. Und dieses alles dachte Andreas in Betrachten seiner bereits ungültig gewordenen Papiere. Und hierauf bestellte er noch einen Pernod, denn er war ganz unglücklich. Immerhin galt er einigermaßen dem Schicksal, das ihm nicht wieder wie das letzte Mal einen dicken, schnurrbärtigen, kindergesichtigen Mann in dieses Kaffeehaus geschickt hatte, der es ihm möglich gemacht hätte, neues Geld zu verdienen. Denn an nichts gewöhnen sich die Menschen so leicht wie ein Wunder, wenn sie ihnen 2, 3, 4 Mal widerfahren sind. Ja, die Natur der Menschen ist der, dass sie sogar böse werden, wenn ihnen nicht unaufhörlich all jenes zuteil wird, was ihnen ein zufälliges und vorübergehendes Geschick versprochen zu haben scheint. So sind die Menschen, und was wollten wir anderes von Andreas erwarten? Den Rest des Tages verbrachte er also in verschiedenen anderen Tavernen, und er gab sich bereits damit zufrieden, dass die Zeit der Wunder, die er erlebt hatte, vorbei sei, endgültig vorbei sei, und seine alte Zeit nun wieder begonnen habe, und zu jenem langsamen Untergang entschlossen, zu dem Trinker immer bereit sind, Nüchterne werden das nie erfahren, begab sich Andreas wieder an die Ufer der Seine unter die Brücken. Er schlief dort, halb bei Tag und halb bei Nacht.
so wie es gewohnt gewesen war, seit einem Jahr hier und dort eine Flasche Schnaps ausleihend bei dem oder jenem seiner Schicksalsgenossen. Bis zur Nacht des Donnerstags auf Freitag. In jener Nacht träumte ihm, dass die kleine Therese in der Gestalt eines blond gelockten Mädchens zu ihm käme und ihm sagte, warum bist du letzten Sonntag nicht bei mir gewesen? Und die kleine Heilige sah genauso aus, wie er sich vor vielen Jahren seine eigene Tochter vorgestellt hatte. Und er hatte gar keine Tochter. Und im Traum sagte er zu der kleinen Therese, wie sprichst du zu mir? Hast du vergessen, dass ich dein Vater bin? Die Kleine antwortete, verzeih Vater, aber tu mir den Gefallen und komm übermorgen, Sonntag, zu mir in die Saint-Marie de Batignolles. Nach dieser Nacht, in der er diesen Traum geträumt hatte, erhob er sich erfrischt und wie vor einer Woche, als ihm noch die Wunder geschehen waren, so als nehme er den Traum für ein wahres Wunder. Noch einmal wollte er sich am Flusse waschen, aber bevor er seinen Rock zu diesem Zweck ablegte, griff er in die linke Brusttasche, in der vagen Hoffnung, es könnte sich dort noch irgendetwas Geld befinden, von dem er vielleicht gar nichts gewusst hätte. Er griff in die linke innere Brusttasche seines Rockes und seine Hand fand dort zwar keinen Geldschein, wohl aber jene lederne Brieftasche, die er vor ein paar Tagen gekauft hatte. Diese zog er hervor. Es war eine äußerst billige, bereits verbrauchte, umgetauschte, wie nicht anders zu erwarten, Spaltleder, Rindsleder. Er betrachtete sie, weil er sich nicht mehr erinnerte, dass, wo und wann er sie gekauft hatte. Wie kommt das zu mir, fragte er sich. Schließlich öffnete er das Ding und sah, dass es zwei Fächer hatte. Neugierig sah er in beide hinein und in einem von ihnen war ein Geldschein. Und er zog ihn hervor. Es war ein 1000-Franc-Schein. Hierauf steckte er die 1000 Franc in die Hosentasche und ging an das Ufer der Seine. Und ohne sich um seine Unheilsgenossen zu kümmern, wusch er sich das Gesicht, den Hals sogar und dies beinahe fröhlich. Hierauf zog er sich den Rock wieder an und ging in den Tag hinein. Und er begann den Tag damit, dass er in ein Tabak eintrat, um Zigaretten zu kaufen. Nun hatte er zwar Kleingeld genug, um die Zigaretten bezahlen zu können, aber er wusste nicht, bei welcher Gelegenheit er den 1000-Franc-Schein, den er so wunderbarerweise in der Brieftasche gefunden hatte, wechseln könnte. Denn so viel Welterfahrung besaß er schon, dass er ahnte, es bestünde in den Augen der Welt, das heißt in den Augen der maßgebenden Welt, ein bedeutender Gegensatz zwischen seiner Kleidung, seinem Aussehen und einem Schein von 1000 Franc. Immerhin beschloss er mutig, wie er durch das erneute Wunder geworden war, die Banknote zu zeigen. Allerdings den Rest der Klugheit noch gebrauchend, der ihm verblieben war, um dem Herrn an der Kasse des Tabaks zu sagen, bitte, wenn Sie 1000 Franc nicht wechseln können, gebe ich Ihnen auch Kleingeld. Ich möchte Sie aber gerne gewechselt haben. Zum Erstaunen Andreas sagte der Herr vom Tabak, im Gegenteil, ich brauche einen 1000-Franc-Schein. Sie kommen mir sehr gelegen. Und der Besitzer wechselte den 1000-Franc-Schein. Hieraufhin blieb Andreas ein wenig an der Theke stehen und trank 3 Gläser Weißwein, gewissermaßen aus Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal. So, dann trifft er einen ehemaligen Schulkameraden, der es zum Fußballstar gebracht hat und der ihm aus Mitleid ein Hotelzimmer finanziert. Das Hotelzimmer, in dem Andreas nunmehr wohnte, hatte die Nummer 89. Sobald Andreas sich allein in diesem Zimmer befand, setzte er sich in den bequemen Lehnstuhl, der mit rosa Rips ausüberzogen war, und begann sich umzusehen. Er sah zuerst die rotseidene Tapete, unterbrochen von zart goldenen Papageienköpfen. An den Wänden 3 elfenbeinerne Knöpfe, rechts an der Türleiste und in der Nähe des Bettes den Nachttisch. Und die Lampe darüber mit dunkelgrünem Schirm. Und ferner eine Tür mit einem weißen Knauf, hinter der sich etwas Geheimnisvolles, jedenfalls für Andreas Geheimnisvolles, zu verbergen schien. Ferner gab es in der Nähe des Bettes ein schwarzes Telefon, dermaßen angebracht, dass auch ein im Bett liegender das Hörrohr ganz leicht mit der rechten Hand erfassen kann. Er sah nunmehr, dass es ein Badezimmer war mit glänzenden Kacheln und mit einer Badewanne, schimmernd und weiß
und mit einer Toilette und kurz und gut das, was man in seinen Kreisen eine Bedürfnisanstalt hätte nennen können. In diesem Augenblick auch verspürte er das Bedürfnis, sich zu waschen, und er ließ heißes und kaltes Wasser aus den beiden Hähnen in die Wanne rinnen. Und wie er sich auszog, um in sie hineinzusteigen, bedauerte er auch, dass er keine Hemden habe, denn wie er sich das Hemd auszog, sah er, dass es ein sehr schmutziges war. Und von vornherein schon hatte er Angst vor dem Augenblick, in dem er wieder aus dem Bad gestiegen und dieses Hemd anziehen müsste. Er stieg in das Bad, er wusste, dass es eine lange Zeit her war, seitdem er sich gewaschen hatte. Er badete geradezu mit Wollust, erhob sich, zog sich wieder an und wusste nun nicht mehr, was er mit sich anfangen sollte. Mehr aus Ratlosigkeit als aus Neugier öffnete er die Tür des Zimmers, trat in den Korridor und erblickte hier eine junge Frau, die aus ihrem Zimmer gerade herauskam, wie er eben selbst. Sie war schön und jung, wie ihm schien. Ja, sie erinnerte ihn an die Verkäuferin in dem Laden, wo er die Brieftasche erstanden hatte, und ein bisschen auch an Caroline, und infolgedessen verneigte er sich leicht vor ihr und grüßte sie, da sie ihm antwortete mit einem Kopfnicken, fasste er sich ein Herz und sagte ihr geradewegs, sie sind schön. Auch sie gefallen mir, antwortete sie, vielleicht sehen wir uns morgen. Und sie ging dahin im Dunkel des Korridors. Er aber, liebebedürftig wie er plötzlich geworden war, sah nach der Nummer ihrer Tür, hinter der sie wohnte. Es war die Nummer 87. Diese merkte er sich in seinem Herzen. Er kehrte wieder in sein Zimmer zurück, wartete, lauschte und war schon entschlossen, nicht erst den Morgen abzuwarten, um mit dem schönen Mädchen zusammenzukommen. Denn obwohl er durch die fast ununterbrochene Reihe der Wunder in den letzten Tagen bereits überzeugt war, dass sich die Gnade auf ihn niedergelassen hatte, glaubte er doch gerade deswegen zu einer Art Übermut berechtigt zu sein. Und er nahm an, dass er gewissermaßen aus Höflichkeit der Gnade noch zuvorkommen müsste, ohne sie im Geringsten zu kränken. Wie er nun also die leisen Schritte des Mädchens von Nummer 87 zu vernehmen glaubte, öffnete er vorsichtig die Tür seines Zimmers einen Spalt breit und sah, dass sie es wirklich war, die in ihr Zimmer zurückkehrte. Was er aber freilich infolge seiner langjährigen Unerfahrenheit nicht bemerkte, war der nicht gering zu schätzende Umstand, dass auch das schöne Mädchen sein Spähen bemerkt hatte. Infolgedessen machte sie, wie sie es Beruf und Gewohnheit gelehrt hatten, hastig und hurtig eine schön scheinbare Ordnung in ihrem Zimmer und löschte die Deckenlampe aus und legte sich aufs Bett und nahm beim Schein der Nachttischlampe ein Buch in die Hand und las darin, aber es war ein Buch, das sie bereits gelesen hatte. Eine Weile später klopfte es auch zage an der Tür, wie sie es erwartet hatte. Und Andreas trat ein. Er blieb an der Schwelle stehen, obwohl er bereits die Gewissheit hatte, dass er im nächsten Augenblick die Einladung bekommen würde, näher zu treten. Denn das hübsche Mädchen rührte sich nicht aus ihrer Stellung, sie legte nicht einmal das Buch aus der Hand und sie fragte nur, und, was wünschen Sie? Andreas, sicher geworden durch Bad und Seife, erwiderte, ich kann nicht bis morgen warten, Gnädige. Das Mädchen schwieg. Andreas trat näher an sie heran, fragte sie, was sie lese, und sagte aufrichtig, ich interessiere mich nicht für Bücher. Ich bin nur vorübergehend hier, sagte das Mädchen auf dem Bett. Ich bleibe nur bis Sonntag hier. Am Montag muss ich nämlich in Cannes wieder auftreten. Als was? Fragte Andreas. Ich tanze im Casino, ich heiße Gabi. Haben Sie den Namen noch nie gehört? Gewiss, ich kenne ihn aus den Zeitungen, lo Andreas. Und er wollte hinzufügen, mit denen ich mich zudecke, aber er vermied es. Er setzte sich an den Rand des Bettes und das schöne Mädchen hatte nichts dagegen. Sie legte sogar das Buch aus der Hand und Andreas blieb bis zum Morgen in Zimmer 87. So, mit dieser Frau ist er dann wieder unterwegs und natürlich gelingt es beiden spielend leicht, das Geld wieder loszuwerden. Er trifft dann auch einen ehemaligen Kollegen von dem Kohlewerken, mit dem er wieder spielerisch leicht zum Trinken findet. Und jetzt lese ich den Schluss. Sie sitzen in einer Kneipe vis-à-vis von der Kirche
Wieder hat Andreas es verpasst, rechtzeitig zur 10 Uhr Messe am Sonntag in die Kirche zu kommen, um das Geld bei der Kapelle zu hinterlegen. Plötzlich fühlte er eine derbe Hand auf seiner Schulter. Und wie er sich umwandte, war es ein Polizist. Unser Andreas, der, wie wir wissen, keine Papiere hatte, wie so viele seinesgleichen, erschrak und griff schon in die Tasche. Einfach, um sich den Anschein zu geben, er hätte etwelche Papiere, die richtig seien. Der Polizist aber sagte: Ich weiß schon, was Sie suchen. In der Tasche suchen Sie es vergeblich. Ihre Brieftasche haben Sie eben verloren. Hier ist sie. Und, so fügte er noch scherzhaft hinzu, das kommt davon, wenn man am Sonntag am frühen Vormittag schon so viele Aperitif getrunken hat. Andreas ergriff schnell die Brieftasche, hatte kaum Gelassenheit genug, den Hut zu lüften und ging stracks ins Bistro hinüber. Dort fand er den Wojtek bereits vor und erkannte ihn nicht auf den ersten Blick, sondern erst nach einer längeren Weile. Dann aber begrüßte ihn unser Andreas umso herzlicher. Und so, sie konnten gar nicht aufhören, beide einander wechselseitig einzuladen, und Wojtek, höflich wie die meisten Menschen es sind, stand von der Bankett auf und bot Andreas den Ehrenplatz an. Und ging, so schwankend er auch war, um den Tisch herum, setzte sich gegenüber auf einen Stuhl und redete Höflichkeiten. Sie tranken lediglich Pernod. Es ist mir wieder etwas Merkwürdiges geschehen, sagte Andreas. Wie ich da zu unserem Rendezvous herübergehen will, fasst mich ein Polizist an der Schulter und sagt, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Und er gibt mir eine, die mir gar nicht gehört. Und ich stecke sie ein und jetzt will ich nachschauen, was es eigentlich ist. Und damit zieht er die Brieftasche heraus und sieht nach. Und es liegen darin mancherlei Papiere, die ihn nicht das Geringste angehen. Und er sieht auch Geld darin und zählt die Scheine. Es sind genau 200 Franken. Und da sagt Andreas, siehst du, das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe ich hinüber und zahle endlich mein Geld. Dazu antwortete Wojtek, hast du ja Zeit, bis die Messe zu Ende ist. Wozu brauchst du denn die Messe? Während der Messe kannst du nichts zurückzahlen. Nach der Messe gehst du in die Sakristei und inzwischen trinken wir. Natürlich, wie du willst, antwortete Andreas. In diesem Augenblick tat sich die Tür auf, und während Andreas ein unheimliches Herzweh verspürte und eine große Schwäche im Kopf, sah er, dass ein junges Mädchen hereinkam und sich genau ihm gegenüber auf die Bankett setzte. Sie war sehr jung, so jung, wie er noch nie ein Mädchen gesehen zu haben glaubte. Sie war ganz himmelblau angezogen. Sie war nämlich blau, wie nur der Himmel blau sein kann an manchen Tagen und auch nur an Gesegneten. So schwankte er also hinüber, verbeugte sich und sagte zu dem Kind, was machen Sie hier? Ich warte auf meine Eltern, die eben aus der Messe kommen. Die wollen mich hier abholen, jeden vierten Sonntag, sagte sie und war ganz verschüchtert vor dem älteren Mann, der sie so plötzlich angesprochen hatte. Sie fürchtete sich ein wenig vor ihm. Andreas fragte, wie heißen Sie? Therese, sagte sie. Ah, das ist reizend. Ich habe nicht gedacht, dass eine so große, eine so kleine Heilige, eine so große und so kleine Gläubigerin mir die Ehre erweist, mich aufzusuchen, nachdem ich so lange nicht zu ihr gekommen war. Ich verstehe nicht, was Sie reden. Das ist nur Ihre Feinheit, erwiderte hier Andreas. Aber ich weiß Sie zu schätzen. Ich bin Ihnen seit langem 200 Franken schuldig und ich bin nicht mehr dazu gekommen, sie Ihnen zurückzugeben, heiliges Fräulein. Sie sind mir kein Geld schuldig. Aber ich habe welches im Täschchen hier, nehmen Sie und gehen Sie, meine Eltern kommen bald. Und somit gab sie ihm einen 100-Franc-Schein aus ihrem Täschchen. All dies sah Wojtek im Spiegel. Und er schwankte auf aus seinem Sessel und bestellte zwei Pernos und wollte eben unseren Andreas an die Theke schleppen, damit er mittrinke. Aber wie Andreas sich eben anschickt, an die Theke zu treten, fällt er um wie ein Sack. Und alle Menschen im Bistro erschrecken. Und Wojtek auch. Und am meisten das Mädchen, das Therese heißt. Und man schleppt ihn, weil in der Nähe kein Arzt und keine Apotheke ist, in die Kapelle. Und zwar in die Sakristei. Weil Priester doch etwas von Sterben und Tod verstehen. Wie die ungläubigen Kellner trotzdem glaubten. Und das Fräulein, das Therese heißt, kann nicht umhin und geht eben mit. Man bringt also unseren armen Andreas in die Sakristei. Er kann leider nichts mehr reden. Er macht eine Bewegung. Als wollte er in die linke innere Rocktasche greifen
wo das Geld, das er der kleinen Gläubigerin schuldig ist, liegt. Und er sagt, Fräulein Therese. Und er tut seinen letzten Seufzer und stirbt. Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod. Vielen Dank.